Hola, buenos dias und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Reiseparadiese. In diesem Video nehme ich euch mit in eine der schönsten Regionen Spaniens, an die Costa de Almería. Almería liegt bereits in Andalusien, so ziemlich mittig zwischen Cartagena und Malaga. So circa 20 Kilometer westlich von Almería, direkt am Mittelmeer, liegt der bezaubernde Urlaubsort Roqueta de Mar. Es lohnt sich sehr, hier ein paar Tage zu verbringen und die wunderschöne Gegend zu erkunden. Hier in Roqueta de Mar, direkt an der Strandpromenade, gibt es auch einen Bereich für ca. 15 Wohnmobile, wo man kostenlos übernachten darf. Es spricht auch nichts dagegen, hier ein paar Tage zu bleiben. Bitte beachtet allerdings, es gibt keine Fähr- oder Entsorgung. Circa 40 Kilometer nördlich von Almería und damit einer guten halben Stunde mit dem Auto liegt die Wüste von Tabernas. Über diese interessante Gegend und das Westernstädtchen Fort Bravo findet ihr auch hier auf meinem Kanal ein Video. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. Die längsten Strände der andalusischen Küste befinden sich an der Costa de Almería. Sie ist zweifellos eine der schönsten Regionen in Spanien. Ein Paradies für Urlauber, die das Meer und den Strand lieben. Hier an der Costa de Almería findet man abgeschiedene paradiesische Strände. Kristallklares Wasser, ideal zum Tauchen und Schnorcheln. Die vielfältigen Landschaften um die Küste bieten viele Möglichkeiten für Sport und Aktivitäten draußen. Egal ob Golf, Klettern, Reiten oder auch Fallschirmspringen. Die Gegend eignet sich natürlich auch hervorragend für lange Spaziergänge oder schöne Fahrradtouren. Die Bilder, die ihr hier seht, habe ich während einer meiner Fahrradtouren zwischen Roqueta de Mar und Almería aufgenommen. Roqueta de Mar ist eine beliebte Ferienregion und ist mit seiner wunderschönen 13 Kilometer langen Strandpromenade ein wahres Urlaubsparadies. Es handelt sich um ein ehemaliges Fischerdorf mit maurischen, phönizischen und römischen Wurzeln. Der Touristenstrand Playa Aqua Dulce zwischen Roqueta de Mar und Almería zählt zu den am meisten besuchten Stränden. Er ist 2,5 Kilometer lang und 30 Meter breit. Auch hier findet man wieder einen kleinen Yachthafen. Na, liebe Reisefreunde, konnte ich euch die Costa de Almería schon ein wenig schmackhaft machen? Hier noch ein paar Fakten. Die Küste von Almería zählt zu den sonnenreichsten und trockensten Regionen von Europa. Dank dem Schutz der nordwestlich gelegenen Sierra Nevada und das in Roqueta de Mar herrschende Mikroklima scheint die Sonne nahezu rund 300 Sonnentage im Jahr. Roqueta de Mar ist übrigens nicht nur in der Sommerzeit ein viel frequentierter Urlaubsort.
Insbesondere in der Winterzeit laden die milden mediterranen klimatischen Bedingungen dazu ein, hier zu überwintern. Liebe Reisefreunde, ich hoffe sehr, dass euch auch dieses Video wieder ein bisschen bei eurer Reiseplanung hilft. Im Idealfall animiert es ja auch euch dazu, die wunderschöne Küste von Almería zu besuchen. Es lohnt sich. Hier auf meinem Kanal geht es bald mit einer Videoreihe über Südfrankreich weiter. Ich berichte über meine Abenteuer mit dem Wohnmobil in der Provence. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin alles Liebe, passt auf euch auf und bleibt gesund. Und bleibt neugierig.